Besondere am Tropenaquarium sind die verschiedenen Lebensräume, die wir hier präsentieren, wo die Tiere zusammenleben, ähnlich wie in ihren Lebensräumen und wo der Besucher wirklich die Tiere entdecken kann. Man muss sich Zeit nehmen und wirklich nach den Tieren suchen und die Tiere beobachten. Am schwersten zu entdecken sind Tiere, die sich durch ihre langsame Bewegung und durch ihre Form und Farbe natürlich so angepasst haben, dass sie vollkommen auf ihre Tarnung sich verlassen können und wollen und müssen. Das ist ja eine große Tropenhalle mit barrierefreier Tierhaltung. Wir haben hier also offene Gehege und natürlich haben wir auch zwischen den Gehegen Bereiche, die von den Tieren, von den harmlosen Tieren bewohnt werden. Wie zum Beispiel 15 Vogelarten, 2 Flughundarten. Außerdem gibt es noch ein paar Echsen, die sich nicht unbedingt an die Barrieren hier halten in den Gehegen, sondern in der ganzen Halle unterwegs sind, wie die Basilisken, Nackenstachler, Geckos oder Ritteranolis. Alles vollkommen harmlose Tiere, aber denen kann man wirklich überall hier in der Halle begegnen. Der Besucher kann hier auf eine zoologische Exkursion gehen und in Afrika, Australien, Asien nach den Tieren suchen, wie im Regenwald. Und dafür braucht es manchmal etwas mehr Zeit als in einem kleinen, schlichten Terrarium.